Herzlich willkommen zurück zur noch nicht letzten Folge von Minecraft. Wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben immer noch nicht die Erde, die wir brauchen. Und ich sehe auch im Moment das Boot nicht, was wir brauchen. Was ist da drin? Da. Ja, da habe ich auf jeden Fall ein Boot, sehr schön. Erde habe ich nicht, ne? Nee, alles leer. Das heißt, guck mal, da hinten ist der Mond. Das heißt, wir müssen jetzt... Ich gehe jetzt straight in die Richtung. Richtung Pandriska. Pandriska liegt in diese Richtung. Ist eine und ist ein Dorf jenseits des Meeres. Auf der anderen Seite der Konrad-Schacht-Insel. Bei den großen Hügeln. Wir erinnern uns in irgendeiner Folge, ich glaube es war noch in dieser Staffel, oder war es noch in der zweiten, da sind wir doch rübergewandert, hatten dann zwischendurch mal den Black Devil zu Gast und ja, da will ich wieder hin, dort graben wir die Erde weg. Und wir erinnern uns, hier war vorher Sand. Und das, was ich zurücknehme, ist eine ganze Menge Sand. Erde, meine ich. Also wir hinterlassen da drüben eine Landschaft, die ich sag mal, die nicht mehr gut aussieht. Ich könnte auch tauchen und hier unten alles wegnehmen, aber wisst ihr, wie lange das dauert? Ich könnte mir auch alles einfach ersheaten. Dann werden wir... Alter Schwede, sind das viele Tintenfische. Tintenfisch-Armee. Da ist die Konrad-Schacht. Alter, ich dachte gerade, da steht jemand. Gott. Jetzt mal ehrlich. Gerade da steht jemand. Das wäre das. Nein, 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 shit. Das hätte nicht kaputt gehen dürfen. Zu spät. Dum, 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 dum. So, wir sind auf Erde. Erde-Suchtour. Die letzte Folge der 89. Session. Alles, was braun ist, gehört mir. Natürlich können wir auch gleich mal ein paar Rohstoffe mitnehmen, wenn sie hier schon bereit liegen. Nämlich für den Bau des Tunnels. Oder der ersten Spawner-Ebene. Auch eine ganze Menge Kohle verprasst. Die muss natürlich auch wieder her. Je mehr Erde, desto besser. Ich will aber die Außenmauer der großen Berge hier zum Beispiel. Die will ich nicht kaputt machen, deswegen sollen sie so bleiben, wie sie sind. Das zum Beispiel war falsch, aber okay. Dum, dum, dadum. Mir scheißegal, ob da mal ein Stein kaputt geht. Ja, Erde, 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 oh Mars. Da komme ich schon gar nicht mal ran hier. Das ist gut, so viel Erde. Bam. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ich die Erde weghauen. Und dann ich die weghauen.
Ja, das war sehr sinnvoll, so in Kreis laufen. Ich habe Kreislauf, Schätzelein. So. Da oben ist Licht. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr mir nicht? Sieh da, da ist Licht. Da. So. Ich habe Erde übersehen. Wie geht's? Wie geht's, ja? Wie geht's, wie steht's? Dum, 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 dum. Die Kohle gehört mir. Und die Erde gleich noch dazu. Ja, so langsam füllt sich der Bauch. Ich sag, wenn wir voll sind, dann gehen wir wieder zurück. Und gucken, ob das gereicht hat. Dreimal dürft ihr raten, das wird nicht reichen. Aber wenn wir dermaßen hohes Erdegebrauchgebiet haben. Die sind auch schnell verbraucht, die Blöcke, die Stacks, weil ich die ja mit dem Fassbild-Mod bauen werde. Setzen, sonst sehe ich nichts. Dann so viel Eisen noch dazu. Ja, okay. Ich wollte mal gucken, wo die Diamanten sind. Leider in einer nicht erreichbaren Reichweite. Also zu weit weg für uns. So, hier wieder die Erde abgegrast. Dann will ich ja hier nochmal hin. Bam. Ja, ich bin da hingekommen, das ist super. So. Wir haben echt einen Glückstreffer mit dieser Höhle gefunden. Das ist ein heller Hedestrop-Hintergrund. Ach, der ist schon besser. Da lief gerade ein Desktop-Hintergrund von Alan Wake. Auch das ist ein Spiel, was ich mal versuchen würde zu let's playen. Es hat anscheinend eine sehr hohe Grafikanforderung. Aber das wird noch dauern, bis wir dahin kommen. Ja, ohne Licht sehen wir nichts. So. Ich gucke noch nebenbei auf die Uhr. Ich will heute die ersten Vorbereitungen für die neue Installation treffen. Muss aber auch sicherstellen, dass ihr neue Folgen bekommt. Das heißt, ich will nochmal erst ein paar Minecraft-Folgen uploaden, damit ihr für die nächsten Tage auf jeden Fall Folgen habt. Zu Verständnis, wir befinden uns jetzt in der 258. Session, ne? Wenn ich jetzt nachgucke, dann wird am 6. Wir haben heute den 24. Heute ist die 340. rausgekommen. Das heißt, ich befinde mich fast 20 Folgen im Voraus. Nur damit ihr mal so ein kleines Verständnis habt, inwieweit ich aufnehme. Oder Voraus aufnehme. Also sind 20 Folgen im Voraus, die ich gerade aufnehme. Das ist nicht ohne. So. Und ich bin übrigens weiterhin auf der Suche nach diesen Höhlen. Aber nicht so direkt bei Pantriska, sondern mal gucken, wir gehen einfach mal in die Richtung, mal schauen, was passiert. Unterwegs nehmen wir mal dies und das Erde mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks. Das ist auch sehr schön gewesen. Da unten. Also das war ein ordentliches Stück Erde. Das steht über das kann mit.
Ich will nämlich so wenig wie möglich die obere Landschaft verschandeln, aber mehr dafür hier die unterirdischen Erdvorkommen aufreißen. Also das ist das mein Ziel. Das ist mein Ziel. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can steal all your datas and give it to our marketing members. Now they can send you Werbung, advertisement to your smartphone and computer and your Facebook account to sell you something useless things that no people braucht und co. Ja, mein Englisch ist super. Ich habe mir auch gerade nicht richtig Mühe gegeben. Shit. Ich habe mir auch nicht gerade richtig Mühe gegeben. So, das meine ich damit. Vorsichtig die... Ja, das war zu spät. Vorsichtig die Erde aufreißen. Und dort mitnehmen, wo man es mitnehmen kann. Ohne groß Schaden zuzufügen. Der Welt hier. Normalerweise sehe ich von unten ja nicht, ob das hier sich jetzt um extern Gras oder um intern Erde handelt. Boah, was für eine komplizierte Sache hier. Man muss ja an alles denken. Auf der sehr schöne Erdstelle hier, die man, wo man Erde sammeln kann. So, in diesen großen Hügeln da einfach mal reingehen in so einen Hügel und dort die Erde mitnehmen. Das ist super. Und man sieht es von außen nicht, dass ich da drin war. Das ist gut. So. Wie fahren wir da jetzt? Oh, das ist schon eine ganze Menge. Das reicht aber immer noch nicht. So, ich kann mich bis voll. So, da ist wieder. Ihr wisst schon bereits, was da ist. Der Weg ohne Wiederkehr. Da oben ist schon die Oberfläche. Wird dann ist hier der Ende bald. Oder dann kommt hier gleich das Ende der des Berges. Ja, da ist auf. Da hört's auf. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Natürlich kommen wir... Das Killerhuhn. Es verfolgt einen in dieser Ebene Tiefe. Das ist ein Nazi-Huhn. Das hatten wir uns gerade
hat uns gerade beobachtet. Wie kommt das überhaupt hier runter? Naja, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bis denne. Bye bye.